Gewalten rumrutschen. Warte. Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Loot, beziehungsweise einem Let's Unbox, Let's Aufbau, Let's Build Up, keine Ahnung. Ihr seht vielleicht schon, das Sitzgerät, auf dem ich mich gerade befinde, ist Ziel dieses ganzen Geschehnisses. Das, was ich aufbaue. Ja, ihr kennt ja wahrscheinlich die ziemlich traurige und leidige Geschichte von meinem alten Schreibtischstuhl. Den ich vor ungefähr 4 Jahren auf dem Sperrmüll gefunden habe, den ich sehr, sehr liebe und geliebt habe, der nur ungefähr schon seit 100 Jahren eigentlich nicht mehr für mich geeignet ist, beziehungsweise er ist einfach total abgeranzt. Okay, das heißt also, ein professioneller Stuhl musste her. Wenn ihr sehen wollt, wie ich meinen neuen Schreibtischstuhl zusammenbaue und wenn ihr wissen wollt, was das hier ist, dann bleibt einfach dran. Hallo! Hallo! Hallo Katze, du möchtest mir sicher helfen. Unter der Couch. Legen wir mal los! Fertig! Ding machen. Klick. Klick nicht. Thank you.
hätte man das damit denn wieder durchmachen können? Pass mal auf. Das ziehen wir uns mal raus. Jetzt packen wir das mal hier rein. Das bestimmt ist es dafür gedacht. Und dann stecken wir das da unten durch. Okay. Ein paar Tipps noch zum Aufbau. Legt euch auf jeden Fall was drunter, dass ihr weder den Boden darunter mit dem Stuhl oder den Teilen verkratzt, noch den Stuhl, also dieses Material vielleicht irgendwie mit irgendwelchen, was weiß ich, was zerkratzt. Steinchen, Dreck, Müll, Abfall, Nägel im Boden, was man so hat. Das andere ist, ich habe so ein bisschen das Struggle gehabt, als ich die Rückenlehne angebaut habe, weil ich es verballert oder verplant habe, dass ich vielleicht erst die Führungs-, also eine ist so eine Führungsseite, wo man halt auch die Neigung einstellen kann. Die solltet ihr auf jeden Fall als erstes festmontieren, weil die andere ist ein bisschen flexibler, da könnt ihr so ein bisschen mehr rumrückeln und rumrutschen. Okay, ja, das waren schon meine Tipps. Mehr Tipps gibt's nicht, weil es war eigentlich total mega einfach und ging eigentlich super schnell. Jetzt vor allem mit Zeitraffer. Vielen Dank euch fürs Zusehen und vielen Dank an die X-Racer, die mich mit diesem Stuhl unterstützen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich glaube, da esse ich mal wieder was. Das liebt ihr ja alle so sehr. Bis dann, ciao! Bist noch dran! Weite! Unendliche Weite! Im Weltall!